Herzlich willkommen zu Korruptdata. Ja, ich hatte das Glück, die letzte Datei war korrupt. Wir sind es zum Glück nicht. Oder? Wer ist hier korrupt? Wer ist hier korrupt? Ich suche noch die Uhr, weil eigentlich hatte ich mit der Aufnahme schon abgeschlossen. Zum Glück habe ich schön vor der letzten Aufnahme gespeichert. Man kennt das ja. Und jetzt müssen wir die Höhle halt noch einmal untersuchen. Ich muss mich dann weniger damit aufhalten, vorzulesen. Hier geht es in der Treppe nach unten. Das muss ich dann nicht machen. Das ist eigentlich ganz gut. So. Ich zaubere und in dem Moment, in dem ich zaubere. Oh, da ist der Krotenschrat. Hören die uns natürlich. Oh, da kommt auch noch einer angewetzt. Noch ein Krotenschrat. Naja, es ist nicht so wichtig. Dann, oh, das war eine Felsnadel im Weg. Das kann natürlich auch sein. Fünf magische Geschosse inzwischen. Das ist sehr schön. Das macht beim Spielen besonders viel Spaß, wenn man dann als Magier irgendwann da sitzt mit ganz viel eckigen W4 Würfelchen und das dann alles zusammenrechnen darf. Das ist sehr schön. Das habe ich immer gemocht. Genauso wie bei hinterhältiger Angriff, wenn der da mal gelingt. Darf man ganz viel W6 würfeln bei einem hochstufigen Schurken. Das ist auch immer sehr toll. Und hier tauchten plötzlich irgendwelche Typen auf, oder? Kann das sein? Ja, genau. Nein, 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 lasst mich. Ich kann nichts dafür. Das ist schon wieder ein Schamane. Hier ganz viel W4er. Und nochmal. Ja. Und damit wäre der auch Geschichte, der Herr. Oh, 12, sehr schön. Einmal auf die 12. Komm, komm, komm. Was war das? Wie habe ich das denn gemacht? Ja, gibt es etwas, das du Oh, warte benötigst? mal. Müssen Art, ändern Art Dinge. Nicht. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon. Kann das sein? Wahrscheinlich. Ein Trank. Der kommt gleich mal hier rein. Jetzt steht der hier vor dem Beutesack rum. So, ins Gefängnis möchten wir noch nicht. Wir gehen erstmal hier hoch. Ich hoffe, die Datei ist jetzt nicht schon wieder korrupt. Swing, swing, swings. Du redest hier eine ganze Menge Mist zusammen. Hallo? Ja, und hinter uns legt sich Malani taktisch klug mit dem nächsten Haufen an. Und hier ist ein brennender Stein. Wieso brennt dieser Stein? Diese Höhle ist wirklich sehr seltsam. Das war auch sinnvoll. Eine Leiche beschießen. Und er fängt an, sich zu heilen. Okay. Ach, ist sehr, sehr gut geheilt. Gut. Malani, das ist nicht gut, dass wir uns an so viel Fronten beteiligen. Coup de grâce. Okay. Hat er den niedergestreckt oder was? Gut. Goblin-Kämpfer. Nein, nicht alle zu mir. Finde ich nicht gut. Hallo, ich glaube, ich spinne. Okay, der hat auch nur einen Dolch. Ich glaube, wir ziehen uns mal kurz zurück, um uns zu hier ein bisschen auszuruhen. Und dann kommen wir geheilt und gestärkt wieder. Vor allem mit ein paar gescheiten Zaubern. Was tut man nicht alles für 150 Gold? Zwischendrin könnten wir auch mal heilen. Wie heißt der? Kalliandros. Kalliandros, hallo. Hallo, ich würde gerne Tempelzeug und so. Massenhast, kann ich das? Ach nee, ich bin ja keine Magierin. Habe ich ganz vergessen. Oh, wir haben ja von Delen irgendeinen Federschmuck bekommen. Den packen wir mal hier hin. Stinkende Wolke, Ibe. Das wollen wir nicht. Der fast verkauft. Statt der magischen Geschosse behalten wir mal besser.
Meine Nase macht komische Geräusche. Geistergift. Können wir das verkaufen? Wahrscheinlich nicht, oder? Abhandlung über den Geist der Wälder. Das können wir verkaufen, oder? Ja. Keule plus 1. Die ist besonders keulig. Hallo, Kernanymphe. Okay, das brauchen wir also noch. Drachenblut tut immer gut. Also, ganz viele Resonanzen. Reagenzien. Resonanzen. Meine Güte, was rede ich hier eigentlich für einen Mist zusammen? Ja, so hat man das doch gern. Malani war dann ja auch verschwunden von den anderen. War das die Kiste mit der Falle? Nee. Furcht. Hahaha. So, die Tür hatten wir ja auch schon untersucht. 4 Goldmünzen nehmen wir auch gerne mit. Und dann hatten wir hier ja eine Kiste, in der, glaube ich, eine Falle war. Oh, hallo. Hallo, zack, bong. Einmal am Vorbeigehen. Ich werde tun, was ihr wünscht. Nein, ich habe doch gesagt, du sollst es nicht tun. Ach, der kann noch nicht mit uns reden. Okay, sie hat es aber schon geöffnet. 34 Gold ist sehr schön. Ja, gibt es etwas, das... wenn ich nichts bekomme, auf Tür oder drüber, lass den Pfoten weg. Vielleicht haben wir das vorhin aus Versehen wieder umgeändert, weil ich so verplant war. Das kann natürlich sein. Das kann... Oh, ein Ork-Champion. Wie er hier um die Ecke schielt. Hallo. Nee, okay, um die Ecke geht das nicht. Hätte ich ja drauf kommen können. Entschuldigung. Wie viel Schaden hast du gemacht? 20? Und dann ist der Champion schon hinüber? Ja, ein großartiger Champion ist das. Er hat sich einen Glühstrumpf. Oder kratzt sich ein Bär am Kopf. Gut. Miep. Schon wieder brennende Steine. Diese Höhle ist wirklich sehr seltsam. Und wir haben eine Falle ausgelöst. War ja klar. Das war nämlich an der Stelle schon vorhin. Die ihr jetzt ja nicht sehen konntet, weil ich sie nicht auf... Also ich habe sie schon aufgenommen, aber das war ein komischer Mischmasch. Diese korrupten Daten. Gut. Wir rennen hier gleich mal todesmutig rein. Und beglücken die Herrschaften hier mit... Wow, was war das denn? Nicht, dass das die Data wieder korrumpiert hier. Korrumpiert. Gut. Irgendwas war hier. Kann das sein, dass hier so ein unsichtbarer Typ ist? Von irgendwem nehme ich gerade Schaden. Das finde ich nicht gut. Wir sterben nämlich gleich. Trinken wir schnell mal einen Trank. Schwere Wunden heilen. Was? Was ist das? Kostet 50 EP pro Stufe und 10... Okay. Nee, ich möchte gerne neu einsteigen. Was war das? Ich habe euch etwas zu sagen. Nee, ist mir egal, was du mir zu sagen hast. Wirklich. Wie lange dauert es denn jetzt noch, bis wir aufsteigen? 9. Wir verlieren dann... Also wir sind gerade Stufe 9. Mal 5. 450 haben wir mal wieder verloren. Okay, wir steigen bald auf. Was war das? Irgendetwas Gruseliges. Durch das wir, Erfahrungspunkte verloren haben. Vielleicht sehen wir das jetzt gleich. Jetzt laufen wir halt zurück. Ist auch egal. Wir hätten uns jetzt hier hin und her teleportieren können. Kommt ihr auch mit, Jungs? Hallo? Oder ist Malani ausgetickt? Haben wir sie irgendwie aus Versehen verletzt? Was ist hier vorhin passiert? Möchte ich wissen.
Es war auf jeden Fall sehr seltsam. Irgendwas hat mich hinterhältig angegriffen. Kann schon Malanie gewesen sein. Und der Delen hat sie dann niedergestreckt am Ende. Aber, hä? Gibt's jetzt auch wieder einen Käferbauch? Ja, tatsächlich. Alexandrit und einen Käferbauch, den wir irgendwie nicht brauchen. Vielleicht brauchen wir es aber auch für einen komischen, obskuren Zauber. Ja, was war das gerade? Wer hat mich denn vorhin getötet? Das könnte man ja auch herausfinden. Ah, jetzt hör doch mal auf damit. Wer hat mich getötet? Ich möchte euch etwas sagen. Tötet Grottenschrathäuptling. Ach, der hat ihn getötet, okay. Und dann sind wir neu eingestiegen. Ja, ihr seid tot, Malanie wird fortgeschickt. Ach, der Grottenschrathäuptling hat uns getötet. Gut. Und er war wahrscheinlich irgendwie unsichtbar oder so. Auf jeden Fall haben wir ihn nicht gesehen. Schade, Schokolade. Okay. Haben wir das also auch hinter uns gebracht? Gold verloren und EP. Schade. Gut, dann wird es Zeit, die Leute aus dem Gefängnis zu befreien. Und hier haben wir einen Grottenschrat, der von einem anderen... Hehehe, das werden weh tun. Ich kenne auch etwas, was weh tut, und zwar das da. Ihr nicht sollen hier sein, sterbt. Rettet mich bitte, ich werde euch helfen. Hallo, verwundeter Grottenschrat. Nix wissen, warum foltern. Häuptling von Grottenschrat, mich lassen nehmen gefangen. Meister haben ihn befohlen, weil ich reden gegen Meister. Wollen wissen, was... Wissen über Meister. Der Meister ist ein großes Wesen, vielleicht ein Riese, kommen zu Stämmen in Höhlen und nehmen die stärksten Krieger mit. Ich wissen nicht, warum. Wo Meister sein, nicht wissen. Wir folgen dem Tunnel von der Zelle nach Norden. Er führen etwas nach Osten, dann zurück nach Süden, zum Tunnel nach unten, zum Tempel. Der Meister leben dort. Ich sei nie da unten gehen, mehr ich nicht wissen. Okay, gehen, los, gehen weg von hier. Ja, ich gehen weg von Hügel hier. Ich sei, ihr seid nett. Ich jetzt gegen diese Wand laufen und dann verschwinden. Ich sei Magie-Grottenschrat. Gut, und wer sitzt wohl in dieser Zelle? Wen suchen wir nochmal? Wer wurde gestohlen? Meine Familie fehlt mir so. Ja, schluchzt du nur vor dich hin. Vor dir hin. Ja, gibt es etwas? Wir plauschen. Nein, ich wollte eigentlich die Frau sprechen. Oh, hier drüben. Oh, dem Himmel sei Dank. Ich dachte, ich würde sterben. Immer wenn sie in meine Nähe kamen. Ihr übler Geruch. Ich hatte solche Angst. Oh, diese Vertonung. Wer ihr, Lea, mein Name ist Lea. Ich arbeitete auf dem Hof, als ich von diesen Bestien angegriffen wurde. Sie entführten mich und oh. Wahrscheinlich wurde sie angekrabbelt von den Viechern. Gittigittigitt. Ihr seid Lea, ich habe eine Frage. Oh, was für Fragen, was wollt ihr wissen? Was ihr mich sagen könnt über Höhlen. Ich weiß nicht recht, es ist hier ziemlich dunkel und ich habe nicht viel sehen können. Sie haben mich die ganze Zeit angeschrien und hier gefangen gehalten, warum auch immer. Hin und wieder haben sie mich hinausgezerrt und gezwungen, etwas für sie zu tun. Niedere Arbeiten meist. Okay, ich dachte schon etwas Unanständiges. Ich möchte das hier gerne. Gut. Wenn ich damit fertig war, mit dem Kochen, Stopfen oder was auch immer, dann haben sie mich hier eingesperrt. Warum, wenn Monster euch nehmen, warum nicht töten? Ich musste lediglich ein paar niedere Arbeiten für sie verrichten. Nichts besonders Schweres oder Anstrengendes. Aber das hat es mir auch nicht leichter gemacht. Ich war krank, erschöpft, hatte Hunger. Ich kann nirgends schlafen und ich will einfach nur zurück zu meinem Mann. Okay. Ich jetzt überlegen, wie ihr herauskommen, ja? Vielen, vielen Dank, gütige Dame. Ich habe gesagt, ich überleg's mir und das kann bei Rapunzel sehr lange dauern. Okay. Bitte kommt und besucht meinen Mann und mich, wenn ihr fertig seid. Ja, machen wir. Kein Problem. Alles kein Problem. Ach ja.
Ja, damit wäre es eigentlich ein ganz guter Abschnitt zu Ende. Was haben Sie gesagt? Nach Osten, Süden? Wir müssen wahrscheinlich zu dieser Treppe. Natürlich werden wir zuerst die Höhlen oben erkunden und davor werden wir wahrscheinlich zuerst einmal hier unten hingehen. Das heißt, die Höhlentour geht weiter nächste Woche. Ich wünsche euch mal einen schöner... Ich wünsche euch einen besseren Sprachstil, als ich ihn pflege, ja. Und ein ganz tolles Wochenende, falls wir uns nicht mehr sehen und hören, falls ihr die anderen Projekte nicht anguckt. Man weiß ja nie und es ist auch jedem selbst überlassen. Klar. Ja. Bis dann also, auf Wiedersehen und ciao.